Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Spiel begonnen und ja, bis jetzt gut Spiel. Wir haben jetzt unser Lichtschwert und wir können irgendwie verlangsamen. Hand. Cool. Und ja. Wir waren Schrottsammler bis vor ein paar Minuten noch, aber dann kam das große böse Imperium und hat nach einem Jedi gesucht und wir sind leider dieser Jedi und jetzt haben wir ein paar Probleme und ja. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Ich würde am liebsten erstmal an den vorbei auch. Vielleicht wissen die ja nicht, dass ich ein Jedi bin. Hi. Hi. Um diesen zurückzuwerfen. Ah, genau wie ein Jedi Power Battle. Aua. Okay, zur richtigen Zeit drücken und dann. Hi. Hi. Oh, der hat mich gehauen. Ich bin leicht schon tot. Oh Gott. Da war Reflex. Oh Gott, ich bin schon leicht tot. Ey. Ich spiele übrigens auf Jedi Großmeister in höchsten Schwierigkeitsgrad. Also vielleicht kriege ich deswegen so derbe auf die Fresse. Aber ja, was soll man machen? Ich drück mal das hier. Und ich hoffe, ich irgendwann mal hier Leben zurück oder so. Sonst kriege ich ein paar Probleme. Ich glaube, ich näher mich den Typen hier. Oder soll ich zu einem anderen? Soll ich auf einen anderen Zug springen oder was? Ja, was verlangst du ja gerade von mir? Dann muss ich da hoch. Ja. Ich vergesse immer wieder, dass man hier auch klettern kann und so, ne? Bewegung bleiben. Alles klar. Gott. Ich hätte gerne so was wie ein, weiß ich nicht, Medikit oder so. Vielleicht tot. Oh Gott. Eigentlich gar nicht anschleichen. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Zielerfassung. R3, Zielwechsel. Habt ihr das auch gehört? Boah, mach das Ding noch nicht an! Oh Gott. Ich will mich an den Leuten anschleichen und der macht das eiskalt an. Alter. Wenn du Angriffe blockst. Ach, da unten in der Mitte. Oh Gott. Ja. Werde ich auf den Arm nehmen. Respawn. Okay, wo respawn ich? Ganz am Anfang. Okay. Wie gesagt, spiel auf nächsten Schwierigkeitsgrad. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal hier sterben. Ich wollte erst nur normal blocken, aber der sagt hier, ja komm, tu mal parieren. Wenn du genau vor dem Angriff hier L1 drückst. Also ja, war vielleicht nicht die beste Idee mit nur so ein Fitzelchen an AP. Da, jetzt habe ich schon wieder volle AP. Guck mal. Gott, da. Ich kann ja mit Kreis irgendwie so ein Ausweichdingen machen, ne? Du bist zu schnell. Hi. Diesmal greife ich dich an, bevor du irgendwas machen kannst. Aua. Hi. Boom. Diesmal habe ich pariert. Ja, super. Da komm her. Aua. Ich vermasselt. Aua. Na, ich muss das wahrscheinlich jetzt machen, ne? Gott. Oh Gott, jetzt macht er einen anderen Angriff. Boah, ich krieg da nicht hin, ne?
Ey. Okay. Ja, bei Großmeister stand ja irgendwie. Du hast ein kürzeres Blockfenster. Ich glaube, das ist damit. Das ist, glaube ich, viel einfacher auf den anderen Schwierigkeitsgraden. Aber okay, soll ja nicht so einfach sein, ne? Also, keine Ahnung. Wird schon nicht so frustrierend sein. Ich habe ja geschafft, die ganze Zeit zu parieren, aber genau, wenn ich das gerade machen muss. So, muss ich jetzt mal den machen. Ja. Gott. Nein, der hat da zwischen angegriffen. So, Gott, ich bin schon wieder leicht tot, Mann. Ich habe dann schon wieder nicht. Boah. So, ich hau jetzt einfach normal kaputt. Nein. Gott, zum Glück habe ich. Da kommen ja mal mehr. Zum Glück bin ich immer in meiner. Ja, ich muss wahrscheinlich diesen Dings machen, ne? Aber ich kann nicht blocken und gleichzeitig den Angriffsknopf drücken. Das ist irgendwie. Habe ich hier die. Mich hier gerade erledigt, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, ist immer genau das gleiche, was mich tötet. Ich drücke L1, dann block ich, ne? Und dann hebt er, dann lasse ich los, dann hebt er die Abwehr auf und dann dauert das immer ein bisschen, bis er wieder blockt. Das ist das, was passiert. Das. Und genau in diesem Moment werde ich dann getroffen. Oh. Ja, ich habe so das Gefühl, ich muss diese blöde Parierung machen, um überhaupt weiterzukommen. Das Spiel gibt mir rechts so eine Nachricht. Ja, perfektes Blockieren kannst du so und so machen. Ich habe das Gefühl, das ist genau das, was ich gerade machen muss. So, dann machen wir jetzt mal. Ja, bumm, bumm. Habt ihr das auch gehört? Nö. Ich kriege ihn nicht ins Visier. Nähert euch den. Mann, ist eigentlich tot. Da. Nein, boah. Aua. Kann ich mal aufhören, nicht zu verrecken? So. So, jetzt möchte ich das gerne auf den ersten Dingen hier schaffen. Ersten Versuch. Und wenn es geht, nicht wenn gerade zwei Leute hier sind. Gott. So, diesmal. Jetzt hat der mich getroffen. Oh. Jetzt habe ich doch mal geschafft zu parieren. Jetzt. Oh. Das ist schon mal geil. Ich hätte alles drunter und drüber gerade. Ja, willst du mir was damit sagen? Kannst du den Schwierigkeitsgrad jetzt jederzeit ändern? So, diesmal schaffen wir das. Komm. Ah, Ladezeiten, die sind ein bisschen lang. Und das ist ein bisschen nervig gerade. Aber okay. So. Ich gebe nicht klein bei, ich tue den Schwierigkeitsgrad nicht runtersetzen. Kannst du vergessen. So, jetzt komm. Alter. So. Boom. So. Augen nach oben. Nähert euch dem Ziel. Habt ihr das gesehen? Er ist zu mächtig. Zu mächtig. So. Jetzt komm. Blocken einmal. Boom. Ausdauer, ja, ist gut. So, wir haben noch voll AP. Vielleicht mir ein paar Fehler ja leisten. So, und jetzt bitte beim ersten Versuch. Ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich weiß, ich krieg das hin. So. Um schwächere Gegner ins Wanken zu bringen. So, und nun. Da meint er nicht, ob er irgendwie. Meint er nicht irgendwie Verlangsamung beizubringen? Wäre am Anfang irgendwie ein bisschen nützlicher gewesen. Aua. Boah. So, haben wir das Wesen erledigt. So. Was habe ich jetzt davon, das Ding zu verlangsamen? Kann ich da hochklettern oder was? Ah, okay.
So, das war ein harter. Oh Gott, blocken. So. Oha. Aua, ich drück doch. So, oh, den einen habe ich erledigt, glaube ich. Christat. Nein. So, der ist tot. Hi. Oh, so. Jetzt bitte mit etwas weniger Fails. Mal gucken, ist hier irgendwas. Sieht irgendwie so aus, das könnte ich nicht dahin, aber. Nö. Muss ja mal nachgucken, okay. Okay. So. Jetzt möchte ich erst mal wissen, wie ich meine AP wieder voll kriege. Ich sage nicht immer mit halbem AP oder so rumlaufen. Kann ich ja kaputt machen? Nee. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Glaubst aber auch nur du. Sehr gut. Den schnapp ich mir, wenn er kommt. Ey, da pass mal auf, ey. Also, warte. Ja, lang, ne? Ja. Hüppala. Hüppala, habe ich gesagt. Oh, dann geht gar nicht, glaube ich. Ja, so. Dann so Bänder im Weg. Alles klar. Oh, da kommt schon wieder welche. Das sind alles Nahkämpfer, willst du mich auf den Arm nehmen. Hoppala, hoppala. Was? Okay. Hab ich irgendwie so eine Rollangriff oder so? Ja. Okay, wie tue ich rollen und wie tue ich diesen? Okay, zweimal muss ich. Okay. Alles klar. Wir hatten ein paar Einstiegsprobleme, aber jetzt läuft es doch. Oder etwa nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob man irgendwie Sachen nur so einsammeln kann. Deswegen schaue ich mich um. So, wen hat der denn jetzt gesagt? Oh nein. Zwischen den Scheiben nach vorn. Jetzt. Ich wollte schon sagen, kann man irgendwie sprinten, aber anscheinend ja. Oh, der ist weg, oder? Schneller! Oh Gott! Oh Gott! Ja, das macht mir weniger Schaden als die Sturmkuppler. Ja. Ah, du. Oh Gott. Ich bin vergessen, hier festzuhalten. Oh. Oh, nein, nein, nein. Strengt sich an, was? Strengt sich an. Ja, ich glaube, ich bin wieder nach oben. Hm. Wow, das ist übel. Das ist extrem, Mann. Okay, okay. Okay. Jetzt müssen wir so einen Zug von der anderen Seite kommen oder irgendwie sowas. Aha.
ab nach Hause und eine Pause. Ab nach Hause und eine Pause. Okay. Oh nee. Oh, jemand schießt denn an. Ah. Wir wollen helfen. Wer seid ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Okay. Kannst du mich nicht jetzt holen? Hallo? Ja, okay. Ich habe so das Gefühl, ich bin in etwas schwierigeren Situation als du gerade. Oh Gott. Feuer. Ah. Was hat? Kann ich nicht machen. Okay. Wir sitzen ein bisschen in der Patsche. Wir haben die ganze Zeit immer irgendwie was, was uns verfolgt. Wir müssen irgendwo die halbe Welt rumklettern, aber uns geht's noch gut, so halbwegs. Da kann man sogar öffnen. Ah, da. Oh Gott, die schießen. Aber irgendwie, ich muss nicht hier lang. Okay, ich glaube, ich musste sogar hier rein. Eine Machtanzeige ist leer. Füge Gegnern Schaden zu, um Macht zu regenerieren. Ah, okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott, der hat mich sogar noch getroffen. Okay. Bin schon wieder leicht tot, Mann. Aha. Ja. Wie sagt mir, die kommen jetzt nicht mal wieder neu oder so, ne? Wie soll ich denn gegen die kämpfen, während die anderen Typen auf mich schießen? Hallo? Ah! Oh Gott, da wäre so cool gewesen, wenn ich getroffen hätte. Oh, da kommt er. Jetzt aber schon sterben. So. Alles klar. Dann schießt noch was auf mich. Ja, der Sturmtrupp, da treffen nie was. Also was, ich renne einfach. Oh Gott. Vielleicht auch nicht. Ich habe so das Gefühl, ich kann die Tür nicht öffnen, wenn die auf mich schießen. Hi. Komm. Was? Okay. Warum nicht? Was jetzt? Der Zug hält? Okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo man seine AP regeneriert. Außer er ist nicht ein Ding in Großmeister Schwierigkeitsgrad. Ah, warum rutscht denn in die Richtung? Ah. Darf nirgendwo gegenfallen, habe ich so ein Gefühl, weil sonst bin ich tot. Okay. Oh Mann. Macht. Nein. Okay. Au. Okay, spätestens jetzt bin ich tot. Ja. Schon klar, ich so gut wie keine AP hatte, ne? Oh, da ist ein TIE Fighter Speer oder so. Ja, jetzt spätestens jetzt bin ich tot.
diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister? Sieht irgendwie nicht wie eine vernünftige Pose aus. Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ich hab voll AP wenigstens. Geh weg! Hast du Angst? Ich doch nicht. Boah. War ich in Angriff? Aber also ich weiß, man nicht geblockt werden kann, weiche ich doch lieber aus. Boah. Wollte stylisch sein. Okay. Ich sehe schon, die ist dann irgendwie so rot am Leuchten. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Gott, ich habe so das Gefühl, ich muss diesen Kampf nicht gewinnen, weil die hat voll viel AP noch übrig. Ich habe keine Macht. So, oh. Ich mache dir auch gar keinen Schaden, habe ich so das Gefühl. Ja, ich treffe sie doch eindeutig. Nee. Komm. Nee. Kampf muss ich nicht gewinnen, glaube ich nicht. Im Leben. Hilfe bitte. Boah, den krassen Blick drauf. Aufpassen, ich kann die Dinger zurückschleudern. Okay, ist sie jetzt nicht darunter gefallen? Darunter war doch. Ah! Ach Mann! Hey! Den krassen Blick, ey. Den Gesichtsausdruck gesehen. Alter. Die macht mir Angst. Okay. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Die Stimme kenne ich auch. Seid ihr überhaupt? Ich heiße Sia Jund und das ist mein Captain, Greece Dreitis. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal, Castus. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ich dachte, er hat das gewusst, deswegen ist er doch abgehauen. Bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment.
Okay. Er war ein harter Einstieg. In die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Was? Okay. Die Mantis. Wir machen so heißt das Schiff hier. Oder was? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken wir uns mal hier um. Ah. Wo seid ihr alle? Was geht ab? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Die Stimme kommt mir so bekannt vor, ich weiß noch nicht von wo. Ah, wo ist die Alte mit dem krassen Blick? Was? Ein Benjo? Ist ein bisschen random. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Ja, das ist doch nur eine Ausrede, damit ich nicht auf Level 100 oder so starte. Meinen super Machtkräften und also was, ne? Wenn ich mal annehmen, wird es irgendwann mehr geben, keine Ahnung. Wo sind wir? Das ist Bogart. Sag mal nichts. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Karl. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Habe ich aufgehoben? Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, oh. Wozu braucht sie dann mich? So, meine Frage ist jetzt, wann speichert das Spiel? Hat das Spiel gespeichert oder so? Geno, Kerl, wir warten auf dich. Ich achte auf imperiale Aktivitäten. Sekunde.
Ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt, habe ich gerade gesehen. Anpassung. Ah. Ja, lauf so mit rum. Wie tue ich meine Fähigkeiten? Kann ich wahrscheinlich noch nicht, ne? Gut, Was machst du? Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Was machst du da, Kleiner? Warum schleichst du durch mein Schiff? Ich sehe mich nur mal um. Hast du nichts zu tun? Je schneller du fertig bist, desto schneller ist es für mich vorbei. Ich nehme an, das Spiel hat gespeichert, ne? Wenn ich hier, weiß nicht, beenden kann, ich wollte eigentlich nicht so viel gerade aufnehmen. So, ich habe so das Gefühl, ich sollte diese ganzen Sachen hier noch gar nicht meditieren. Ich sollte die ganzen Sachen hier noch gar nicht irgendwie. Oh, Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Karls Reise. Interagiere mit ihnen, um deinen Fortschritt zu speichern. An Speicherpunkten kann sich Karl ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Okay. Ah. Es genügend Fähigkeitspunkte, eine neue Fähigkeit zu erlernen. Öffne das Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Gott. Er setzt einen Fähigkeitspunkt ein, um einen Überkopfhieb zu lernen. Ich kann aber auch nichts anderes machen, ne? Ah. Okay. Ich kann auch irgendwie nichts anderes nehmen, habe ich so ein Gefühl. Gott, hat man den Kopf abgehackt von dem Teil? Krass. Okay, Lichtschwert macht sich da auf der linken Seite überleben. Weniger Blockausdauerschaden. Maximales Leben. Das ist das, was ich am liebsten haben möchte. Als nächstes, damit mein Überleben irgendwie steigt. Und ja, gut. Ausruhen zum Speichern. Gegner sind respawned. Was? So, ich habe jetzt gespeichert, ne? Irgendwie doof, dass das hier automatisch speichert. So was habe ich ehrlich gesagt nicht gerne bei meinen Let's Plays, weil du weißt ja nie, wann läuft irgendwie was falsch, ne? Und boom, bist du irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde später im Spiel und ich habe das nicht aufnehmen können. Aber ich gehe jetzt mal beenden und hoffe, dass ich beim nächsten Mal dann wieder hier bin. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, Reiseladen. Jede Großmeister, Bogano, Landeplatz, 4%. Okay. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Gut, ich bedanke mich als fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.